Wir haben es geschafft, wir sind in Cairns. Yay! Jawohl, und ich hab. Ja, wir sind bei meinem Cousin. Genau! Es ist so schön, in einem Bett zu schlafen, eine Dusche, eine Toilette. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das von zu Hause aus im Internet schaut. Aber man lebt ja wirklich nur im Wellen. Ja. Und man freut sich immer, wenn man mal eine saubere Toilette findet. Auf jeden Fall, jetzt schlafen wir endlich mal wieder im Bett. Am Internet, schon sehr, sehr geil. Heute gab es richtig geiles Frühstück. Ja. Doch, war super. Ja. Jetzt sind wir hier. Lange nichts von uns gehört. Wir waren ein bisschen faul. Wir haben ja lange nach Arbeit gesucht, wie ihr wisst. Ja. Und ich habe mittlerweile was gefunden als Kosmetikerin. Ja, richtig Glück gehabt. Ein Travelmate, die Freundin davon, also unsere Travelmatin, die hat sich, die hat Kontakt gehabt zu jemandem, die eine Kosmetikladen gerade aufgemacht hat. Und ja, so ein Beauty-Salon. Und da durfte dann Annie anfangen, direkt am ersten Tag. Ja. Ziemlich gute Bezahlung. Und jetzt bin ich dran. Nächste Woche habe ich mein Vorstellungsgespräch und dann darf ich vielleicht im Krankenhaus arbeiten. Mal gucken. Ja, ist ziemlich schwierig. Ich habe in letzter Zeit halt nur noch geguckt und viel, viel Stress gehabt damit. Und ja, jetzt geht's wieder bergauf. Hoffentlich. Ja, und hier schlafen wir wieder das erste Mal seit langem im richtigen Bett. Wir haben eine Klimaanlage. Genau. Zeig dir mal, das ist das Beste. Ja, und der Himmel hier in den tropischen Gebieten. Netflix haben wir hier, schnelles Internet. Ja. Genau, bei Scotts Cousin leben wir jetzt seit zwei Wochen. Ja. Seit einer Woche arbeite ich schon. Ja, und jetzt haben wir gesagt, jetzt leben wir aber mal wieder im Van, weil das einfach schon so lange ist. Wir sind jetzt schon zwei Wochen hier in einem richtigen Haus. Ja. Und ja. Ja, wird Zeit mal wieder aus. Ab ins Auto. Ja. Ja, Game of Thrones haben wir wieder die neuen Folgen geguckt. Richtig cool. Voll gut. Ja. Und ja. Du willst gleich schlafen? Ich muss schlafen, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, ich gucke noch weiter nach Jobs und telefoniere vielleicht mit ein paar Leuten aus Deutschland. Also, bis dann. Bis dann.